Hallihallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Stardew Valley im Koop-Modus mit Liralia und Strickmamsell. Hallöchen. Hallöle. So, im Fernsehen läuft nichts Besonderes. Morgen ist der Tanz des Mond der Mondlichtquallen, heißt also, es ist tolles Wetter. Und der Wahrsager sagt mir, Geister sind heute höchst unzufrieden. Na super. Na, dann gehe ich mal Ich lieber. weiß nicht, aber das mit dem Wahrsager, das passt Ja. doch eh nie. Oh, ausgerechnet Morris, beziehungsweise ein Joja-Mitarbeiter hat mich gefunden. Na toll. Jetzt muss ich dem auch noch dankbar sein. Ja, kommst nicht drum rum. Oh. Ich hatte meine. Lächeln und Arschloch denken, läuft. Ich habe meine Gießkanne bei Clint. Das Und ist ja toll, ich auch. das ist fantastisch. Meine Mama, da musst du, wenn du nicht mehr kannst, deine Gießkanne irgendwo hinlegen und dann gießen wir weiter. Okay. Oh. Eine schöne Sache für dich habe ich aber, Petra. Ja, ich weiß schon, warum ich die kriege, damit ich auch schön weitergieße, ne? Verflucht durchaus. Kiri ist zu berechenbar. Immer schon gewesen. Ich war auch immer schon durchschaubar. Das war das Schlimmste von allem. Ich weiß genau, was du vorhast. Ja, miau. Ah, wir haben auch noch keinen Smaragd im Museum. Den kann ich dann natürlich sofort dahin bringen gleich. Ist das nicht was Feines? Ja, lauf mir mal. Ja, ich kann ja leider gerade nichts machen. So, gucken wir mal, was hier weg kann, ne? Ich kann dir meine Kanne geben. Ah, noch nee, kann ich ja nicht. Scheiße. So, die Hälfte davon verkaufen wir jetzt einfach. Wir haben so viel davon. Die müssen leider alle da bleiben, weil wir daraus Seeds machen. Die können weg. Dann Es haben wir ist ja hier nicht mehr so 6, viel. 8, 9, nee, 8. Ah, wir sollten mehr Goldsternchen-Sachen hier lassen. Pass mal auf, dann bleiben die Sachen jetzt einfach mal drinne. Gute Idee. 2, 3, haben wir davon auch 100. Pass mal auf, dann runden wir da auch auf 100. Glaube, auf Und dem der Acker habe ich jetzt Rest? alles. Das kann weg, 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 das kann weg. Eine nehme ich mir für Haley. Da ist ein Sternchen dran. Die kann weg. Können weg. Sonne, möchtest du da meine Spitzhacke haben? Dann geht ihr wieder in die Mine. Was? Noch nö, alles gut. Da. Ach, das sollte da rein, nicht die. Das kann auch noch verkauft werden. So, das kann ins Museum. Das ist ein Feuerquarz und ein Schmaragd. Smaragde? Ein Schmaragd. Was brauchen wir denn für, für noch ein Silo? Für noch ein Silo brauchen wir 5 Kupferbarren, ich glaube 10 mal Lehm und 100 Gold.
Und ich renne jetzt zu Clint und gucke, ob meine Gießkanne fertig ist. Und lass ein paar Geoden aufklopfen. Mhm. Oh, das Minensystem ist so toll! Ja, es erleichtert einiges, ne? Meine Gießkanne ist fertig. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. du bist ein Schätzchen manchmal, wirklich. Ja, ja, ja. Hey, wow, ein Stein für 25 Gold. Wahnsinn. Was ist das denn? Zitronenstein. Feuerquarz. Ich glaube, ich hab sie alle. Nee, wirklich nicht. Irgendwann steigen die Du kommst ja bald. Du kommst ja bald. Donnerei. Ah, nochmal Steine. Super. Dreimal Iridiumerz. Toll. Das birgt wieder Möglichkeiten. Und ein Big Seed. So, danke. Tschüss, Clint. Der Zug lässt nichts fallen. Du hast Haley diese Woche bereits zwei Geschenke gegeben. Oh Gott. Dem Museum spenden. Mal gucken, was wir... gar nicht schlecht. Ein Feuerquarz. Packen wir dahin. Ein Smaragd. Ein Rubin. Der Big Seed. Und der Zitronenstein. Gab aber leider nur eine Belohnung. Was dagegen, wenn ich Gold einschmelze? Nö. Wie geil. Der Zug ist gar nicht richtig im Tunnel drin, aber schon weg. Der ist einfach so durchsichtig geworden und dann war er weg. Ich kann jetzt mitgießen. Ja, vergiss es. Da musst du aber, anpflanzen. Aber ich kann jetzt mitgießen. Ja, ja. Dann gieß doch nochmal. Okay, dann gieße ich das, was. Ach, hier. Ich gieße einfach hier rundherum. Dann kann ich sagen, ich habe auch was getan. Ja. Ist das in Ordnung, wenn ich die Radieschen in meinem Inventar behalte als Wegzehrung? Das kannst du halten wie ein Nachtwächter. Ich bin kein Nachtwächter, ich heiße ja nicht Helmut. Helmut sind ja auch helle Mammuts. Also mach wie du lustig bist. Kannst du sehr gerne futtern. Oh, ich liebe Opale. Ist das meine Angel? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die reingeschmissen habe. Oder habe ich die hier reingeschmissen? Ich glaube, das war meine. Pass mal auf, die packen wir jetzt auch einfach hier oben rein. Dann haben wir sie wenigstens alle auf einem Platz. Ich habe eine Obsidianvase und weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ach komm, hier unten, da. Hübsch. Also ich weiß, in diesem Spiel bekomme ich definitiv keinen Preis fürs Haus einrichten, aber... Achso, gab's ja nix. Habe ich heute die Katze geknufft? Hier, Knuff. So. Was braucht man eigentlich für Fässer? Eichenharz, ja, ich hab's befürchtet. Ach, Gold braucht viel länger als alle anderen, ne? Oh ja.
Komm, ich trachte Gold hinterher. Unfassbar. Hat sich eigentlich irgendwer hier um das Tierchen gekümmert? Nein. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Wir müssten noch einen Zaun da drum bauen, ne? Ja, erstmal. Ich wollte einen Steinzaun machen oder erstmal einen Holzzaun? Nee, wenn, dann würde ich schon direkt einen guten Zaun hinbasteln. Aber erstmal. Ist das jetzt Hartholz oder wie? Ja. Aber erstmal können wir das so lassen. Dann kann das Huhn nämlich hier oben so ein bisschen abgrasen. Ganz frei auf der Farm herumlaufen ja. lassen. Und ich mache hier jetzt mal ein ganz paar Bäume hin, dass wir die einfach mal, wenn es soweit ist, niedermähen können. Nieder mit den Bäumen. Genau. Und zwar, wenn die dann ausgewachsen sind, dann holzen wir die ab und dann machen wir das da oben wieder, wie wir es gewohnt sind von unserer anderen Farm, okay? Also da machen wir es hübsch. Okay. Das finde ich gut, dass wir uns alle einig sind. Machen wir. So. 15 Bäume gepflanzt. Das soll jetzt erstmal reichen da unten. Mal gucken, wie lange die brauchen. Lass gut sein. Lass dem Hühnchen auch noch was zum Futtern. Da ist noch genug. Außerdem ist das doch jetzt Herbst, ne? Oder ist das Sommer gewesen? Nein, wir haben jetzt Sommer. Okay. Ich vertue mich immer mit den Jahreszeiten. Komm, morgen soll es regnen. Klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Tanz der Mondlichtquallen. Geht um 22 Uhr immer los. Ja. Dass die Viecher so genau wissen, wie spät das ist, ne? Das ist deren innere Uhr. Ja, genau. Leute, hier ist es rattenkalt. Ich habe auch ganz kalte Finger. Aber es liegt wahrscheinlich wohl eher daran, dass ich hier nicht unbedingt ergonomisch perfekt vor meinem Rechner sitze. Wer ist denn da noch unterwegs? Es ist 1.30 Uhr. Macht nichts. Wir haben jetzt Minenkarl. Wand, ob du es schaffst. Da. Ja, das war dann ja. War das schon wieder der zweite Tag? Nee, der kommt jetzt. Okay, ich mach das. Ist der 28. Bei Herbstanfang machen wir wieder einen Cut. Brot! Yummy! Rechne mit Blitz und Donnern. Ja, Demetrius, ich weiß. Und? Megamelone? Nee, ne? Mm-mm. Ja, gießen brauchen wir ja nicht mehr, ne? Nö. Nö. Obwohl doch wir... hier den Mais. Ach, ist unwichtig. Können wir auch neuen pflanzen. Oh, die eine Pflanze hat's nicht geschafft. Die ist wohl einen Tag nicht gegossen worden. Naja. Oh mein Gott. Wie, hast du kein Buch gefunden? Nein. Auf dem Hof findet man sowieso kein Buch. Na, stimmt auch wieder. Ach, das bringt doch nichts. Lass doch einfach. Doch Mais.
Ja, aber die können wir besser dann neu pflanzen und dann können wir es in eine schönere Reihe packen. Okay, wie du willst. Ja. Ja, das ist Sonja, das ist deine Tochter. Hallo? Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Symmetrie. Ja. Oh, ich habe einen Brief. Ja, ja, ich weiß, die Mondlichtqualen kommen, ich weiß es. Boah, die Seedmaker. Wo willst du denn jetzt hin? Warum gehst du nur in mein Haus? Weil ich den Wetterbericht sehen wollte. Was hat Nicole doch eben schon vorgelesen? Ja, und Königin der Soßen habe ich auch noch nicht gelesen. Brot! Herr, gib mir Kraft, die Dinge zu akzeptieren, auf die ich nicht ändern kann. Auf meiner Farm habe ich mir eine Mühle gebaut. Ich will auch eine Mühle. Sonja sagt, die brauchen wir nicht. Das Einzige, was du damit herstellen kannst, ist, glaube ich, Mehl und Zucker. Was willst du denn damit? Das ist toll, wenn man es selber ja machen aber kann. Wir kochen doch eh kaum. Dann brauchen wir das doch gar nicht. Dann können wir doch die Ressourcen für was anderes benutzen. Mehl ist bestimmt teurer als nur Weizen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Silo ist voll. Die Mädels werden mich jetzt gleich lünchen. Ja, was machst du denn? Was hast du vor? Nix. Sache, dann wird's nicht mach weniger. Ich mach nix. Ich mach gar nix. So, Küken, dann komm mal raus. Darfst ein bisschen nach draußen. Jetzt eine Kupferhacke herzustellen, wäre echt dumm. Ja. Ja. Dann lässt du schön bleiben. Du hilfst morgen mit. So. Ach komm, 4 Goldstern-Tomätchen. Haben wir eigentlich noch irgendwo eine Truhe, wo wir Goldstern-Sachen reinpacken können? Irgendwo am besten noch eine separat stehende? Passt nicht direkt hinter dem Briefkasten eine Truhe hin? Das wäre doch super. Ja, ich mach mal eine. Das wäre klasse. Dann packen wir nämlich alles, was ein goldenes Sternchen hat, packen wir da nämlich dann rein. Ja, so geht's auch. Welche Farbe nehmen wir denn dafür? Na, gelb. Und dann müssen wir die Monster-Loot-Kiste umändern. Ich hab jetzt... Achso, wir haben schon eine violette Kiste. Mach die mal gelb. Dann können wir nämlich immer aus den Vollen schöpfen, wenn wir mal... keine Ahnung, wenn wir mal einen Markt brauchen, für den Markt die Klamotten brauchen oder unten zum Luau müssen. Einverstanden? Ja. Mhm. Sehr schön. Mehr wollte ich ja nicht hören, Ladies. Ja. War jetzt gestern das Fest oder heute? Heute. Immer am letzten Sommertag. Okay. Als Verabschiedung des Sommers. Ja. Vielleicht wird sich die Nicole aber auch freuen, wenn sie gleich wiederkommt. Ich hoffe mal, dass sie das tut. Oh oh. Nichts verraten. So, Erdkristall brauche ich. 1, 2, 3 Erdkristalle.
brauche ich noch? Brauchen wir einen Stör? Ja. Holzstein, Hartholz und 3 Kupferbarren. Wir brauchen doch allerhand an Fisch, ne? Ja, eine ganze Menge. Oh, ich brauche für beide Kupferbarren. Warst du schon bei der Dame im Wachs? Nein. Ich habe den Stör Nicole und die Rare Seed genommen. Die sind wichtiger, weil wir da gerade wir müssen Kupfer sammeln, Mädels. Okay. Aber ich brauche heute nicht in die Mine gehen, bei mir waren die Geister leicht verstört. Mhm. Aber ich glaube, dass das in den Kupferlevel nicht weiter schlimm ist. Nö, vor allem nicht mit dem mit dem Obsidianschwert. Mhm. Da wollten wir 5 Stück von hinstellen, von jedem, ne? Oh weia. Na, das kann ja was werden, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und um Sprinkler kümmern wir uns auch bald. Versprochen. Müssen wir nicht jeden Tag, einen halben Tag gießen. So, irgendwo ein bisschen Kupfer hier? Gar nichts? Ach du meine Güte. Ach ja, komm. Na, das klappt ja überhaupt nicht mit dem Angeln hier. Dann gehen wir wieder. Geister leicht verstört, heißt das, ist das nicht auch in Bezug auf die Angelzeugs? Ich versuch's aber noch ein bisschen. Mal gucken. Okay. War schon jemand am Strand? Nö. Da ist ein bisschen Kupfer. Und da ist auch gleich die Leiter. Wie herrlich. Ein Kupfererz. Habe erfolgreich 3 Algen geangelt. Oh. Maki ist schon im Gemeindehaus, ne? Ja, sicher. Nee. Nein? Hast du auch noch nicht hergestellt? Nee, wie denn ohne Küche? Ach, wir haben noch keine Küche, ja, richtig. Tada! Jetzt können wir auch zum Dwarf, zum Zwerg kommen. Ist hier irgendwo ein hübsches Vorkommen? Ach, ich glaube, ich gehe einen weiter runter. Ich mag das nicht, wenn das so dunkel ist hier alles. So. Boah. Wolltest du mich gerade überraschen? Ist dir gelungen. Nicht ein einziges Stückchen Kupfer. Wow. Hier ist mächtig viel Kupfer. Alles mitnehmen. Wir brauchen jeden Kupferling, den wir kriegen können.
Halt, dahin. Und du, ach. Ich weiß gar nicht. Ach, ach, mein Gott. Was muss ich denn für ein Glück haben? Seid ihr schon unterwegs? Ja. Okay, ich bin auch unterwegs. Ich habe nur noch eben eine Shot zugemacht von dem Hühnchen. Nicht, dass das nachts hier herumstromert. Ja gut, dann komme ich jetzt auch. Das ist doch immer so schön. Halt, ist ja doof. So. Ich habe nur eben ein bisschen Kupfer aus der Mine geholt. Ich auch, aber nur 6 Stück. Warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt? Ach Gott, ey. Ey, jetzt heute, für heute hättest du wirklich mal eine Happy-Pille einschmeißen können. Ja, mal wäre das echt angebracht, wa? Tja, hast dich wohl nicht gut genug versteckt. Mhm. Okay. Reden wir nicht weiter drüber. Du hast, glaube ich, zu viele Happy-Pillen genommen. Ja, ich komme doch morgen vorbei. Ach, Pierre. Hauptsache alles hier umsonst kriegen, wa? Also Gas? Ach Gott. Na komm hier, du. Für den seltenen grünen Wappel sehen. Er ist so süß, der Kleine. Fertig. Momentchen. Ich brauche noch eben 2, 3. Vielleicht sollte ich Sebastian doch nicht ins Wasser schubsen. Ach, Haley. Du bist so eine Flocke. Und nur eben Linus. Oh, warum habe ich schon bei Mani gar nicht gelesen, was sie gesagt hat? Naja. Okay, ich hab's alle. Ich noch nicht. Ich muss hier noch die unten stehen. Du hast tolle Schuhe, wirklich glänzend. Ja, ach, ehrlich, du hast so recht. Tja, das frage ich mich manchmal auch. Komisch, mit den beiden hier unten kann ich überhaupt nicht reden. Hm, seltsam. Was? Wir haben gerade keine Lust.
Ey, Möwe, geh doch mal weg. Da kommt. Da sind die Baby-Qualis. Ja. Und da ist die grüne Quali. Ja. Ich will den grünen Wabbel sehen. Ja, Vincent, dann kommen wir rüber. Die ist so schön. Hallo, Quali. Sei froh, dass SpongeBob nicht hier ist. Quallenfischen, Quallenfischen. Ach, ist schon schön, ne? Mhm. Das war's? Das war's. Boah. Oh. Miau. Wie schade. Ja, da ist der Sommer vorbei. Na guck. Ja, das heißt, dass wir wieder einen Cut machen für die nächste Folge. Aber ich möchte nur eben sagen, dass ich den Landwirt genommen habe. Okay. Der macht was? 10% schnelleres Wachstum. Okay. Ja, mit dem mit dem Sommerende und dem Herbstanfang verabschieden wir uns erstmal. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Und bewertet das Video sehr gerne. Ob positiv, ob negativ, das bleibt wie immer euch überlassen. Und ich würde sagen, Mädels, ne? Dann bis zur nächsten Folge. Jo, alles klar. Tschüss. Tschüss.